Hallo, LibreOffice Calc, Tabellenregister. Links unterhalb der Tabelle befindet sich das Tabellenregister. Über die einzelnen Reiter ist ein schneller Zugriff auf jedes Tabellenblatt möglich. Der Reiter des sichtbaren aktuellen Tabellenblattes ist weiß hinterlegt. Jeder Reiter kann farbig gekennzeichnet werden. Durch Anklicken eines anderen Reiters wird dieses Tabellenblatt angezeigt. Seine Reiter wird entsprechend weiß hinterlegt. Sie können bei Bedarf auch mehrere Tabellenblätter auswählen, zum Beispiel um sie gleichzeitig zu drucken, indem Sie die Steuerungstaste gedrückt halten, während Sie weitere Reiter anklicken. Angezeigt wird aber immer nur die zuerst angeklickte Tabelle. Statusleiste. Am untersten Rand des Kalkfensters befindet sich die Statusleiste, welche Informationen über das Tabellendokument zeigt und über die Sie schnell und bequem einige Einstellungen vornehmen können, die das Tabellendokument betreffen. Die meisten der Felder sind in den anderen Komponenten von LibreOffice auch vorhanden. Ciao und viel Glück!